Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Bus-Simulator 21. Wir sind am Start. Und zwar geht es heute zum Finale, die große, große Route, die letzte Route. Und ja, mal gucken. 4,5 Sterne, eine Route durch alle Stadtteile. Das ist das große Ziel, Leute. Schauen wir mal. Wir fahren mit dem Doppelschaltbus, wie ihr das gerade so ein bisschen seht. Und gucken wir mal, ne? Aber das hinkriegen heute. So, dann noch kurz die Rampe noch einziehen. Limit da rein und auf geht's. Ich mach mal das Fenster auf, weil es ist ein bisschen schlechte Luft hier drin. Wie gesagt, wir müssen so viel wie möglich versuchen richtig zu machen, aber das hinkriegen, sage ich, von so einer langen Route zu bezweifeln, dass wir über 22 Haltestellen. Einfach komplett durch alles, wie gesagt. Wir fahren schön langsam an die Haltestelle ran, damit wir hier sauber alle reinkommen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na doch. Hi. Ob wir es beim ersten Mal schaffen, weiß ich noch nicht. Nein, ich baue jetzt nicht alle Haltestellen aus, das ist mir herzlich egal. Wir haben alle offen. Es war tatsächlich ein Anzeige-Bug. Den ich ja letzte Folge, wo ich darum gesucht habe, da hat diese Haltestelle gesucht. Da dachte ich mir, hä? Wieso kriegen wir die nicht alle? Wieso kriegen wir die nicht hin? Wieso ist diese Aufgabe nicht jetzt erfüllt? Es war tatsächlich, wie gesagt, nur ein Bug. Wir haben alle Haltestellen auf 5, mindestens, oder mindestens auf Stufe 5. Aber jetzt ist es halt durch. Jetzt gehen wir ins Finale. Wie gesagt, einmal eine Route durch alle Haltestellen mit 4,5 Sternen abschließen. Das ist dann die große Aufgabe. Mal schauen, was wir kriegen. So gut pünktlich wie möglich. Ach, setz mich doch am Arsch jetzt auf. Ich keine Sorge, ich mach das jetzt. Ja, da können natürlich jetzt alle Haltestellen ausgebaut werden, aber das ist jetzt nicht das große, die große Aufgabe. So. Dann wird jetzt halt die nächste. Ich stelle jetzt hier vorne. Ja, natürlich muss jetzt einer sich nach vorne drängeln hier. Wie gesagt, ich ignoriere jetzt gerade, dass das kann ausgebaut werden. Ist jetzt egal. Ja, ich habe das Fach bestanden. Jetzt kann ich mich auf die Abschlussprüfung konzentrieren. Ja, gut. So. Ich habe schon das Ding ganz wild ausgespielt. Tatsächlich eben abgekackt. Ich habe diese Route an 21 oder 22 Haltestellen. Es sollten alle Stadtteile drin sein. Ich habe die jetzt tatsächlich komplett wieder wie YouTuber gemacht. So gebaut. Schauen, ob wir sie hinkriegen. Also genauso hinbekommen. Ich weiß nicht, wie viel Versuche er gebraucht hat. Ich hoffe, dass es tatsächlich sogar beim ersten Mal schaffe. Habe ich eine Fahrkarte gekauft? Thank you.
Kontakt wird weggedrückt. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. So, 10 Cent noch. Danke. Nur hin, bitte. Ja. 4,60 oder 4,60 $. Ich brauche eine Fahrkarte. So, einfache Fahrkarte. Ich hoffe, die nächste Haltestelle kommt bald. Ich muss mal. Ja, die kommt bestimmt gleich noch. Danke. Ja, wenn wir hier mit den Chance durch sind, was, wie gesagt, vielleicht heute passieren kann. Scheiße, ich hab da fliegen müssen. So, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Das Straßenschild, das kam zufällig dorthin. Das geht natürlich bestimmt auf die Zufriedenheit. Okay, warum auch immer hier dieser Stadtteil gesperrt ist, aber das ist. Eigentlich ist das diese Map Extension gekauft für den Bus Simulator 21. Aber warum ist das jetzt gesperrt, das hier? Aber vielleicht wird es mir etwas Hauptspiel abschließen, das kann natürlich auch sein. Natürlich auch alles sein. So, ist jetzt geradeaus weiter. Ne? Wir dürfen jetzt nicht runter. Wir müssen hier auch nicht links runter, sondern wir müssen weiter nicht Richtung Pekun. Doch, Richtung Pekun hier? Warte mal. Ne, wir müssen hier raus. Warte mal. Ja, wir hätten hier rausgemusst. Ach Mann! Dass das Navi aber so komisch gezeigt wird. Ich wollte mal wieder angeln gehen, aber meine Angel ist kaputt. Ich brauche eine neue. Also war es doch richtig, Richtung Pekunia. Der Vorteil ist, dass die Straße da, die Haltestelle hier vorne ist. Jetzt versuche ich ein bisschen zu konzentrieren. Ich spüre eine seltsame Abwesenheit. So. Gute Haltestelle. Gutes Parkposition und perfektes Training. Hey! Hallo! Deine Welle verkackt. Aber so. An den schauen wir von da. Achso, Tür. Super. Play Suite. Ihre Pünktlichkeit. Ich habe wieder einen Rollstuhlfahrer dabei. Ja, das sind meine Haare. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haar.
So. Oh, war das ein Eichhörnchen da drüben? Soll ich Fahrkarte noch verkaufen? Ich denke, glaube ich, das ist dann aufs Golden Bridge. So, hab wieder rein. Weiter geht's. Nächste Haltestelle hier. So, nächste Haltestelle ist Golden Bridge. Wie gesagt, insgesamt hat diese Haltestelle Route 22 Haltestellen, glaube ich. 21 oder 22? Ich habe 21 Hetze. Müsste es eigentlich sein. Ich habe sie quasi komplett nachgebaut, wie der. Ja, ein YouTuber, der quasi diesen Bus-Simulator, der mir viele, viele Tipps auch mittlerweile mitgegeben hat. Weil beziehungsweise auch ein paar Sachen gezeigt hat, wo ich ein paar Sachen rausgefunden habe. Wie mache ich das? Wie gehe ich manche Dinge an? Ja. Deswegen. Bin ich froh, dass ich, wie gesagt, mittlerweile beim Finale angekommen bin mit der Abschlussmission hier beim Bus-Simulator 21 aus Angel Shores. Zeit. Natürlich. Einer will dann doch noch eine Karte. Ich werde natürlich jetzt keine weiteren Fahrkarten kontrollieren hier. So, nächste Haltestelle, das Baker Park North Entrance. Ja, bitte 21 Haltestellen sein. Weil 21 Stadtteile und so. Wir warten natürlich Leute, das ist aber nicht unsere Baustelle, weil das ist tatsächlich die Haltestelle eines anderen Linienbusses, der quasi die Haltestelle, wo wir gerade weg sind, angefahren hat. So, nächste Haltestelle ist dann Baker Park North Entrance und danach geht es rauf auf die Pier. Das war, glaube ich, mit einer der ersten Stadtteile, wie wir. Auch 5 hatten, das war ja nicht schwer, weil das ist ja nur die eine Haltestelle. So, da steht natürlich jetzt ein Auto, aber das ist jetzt nicht tragisch. Jetzt muss ich wieder weg. Ich fahre mal ein Stück davor, weil da kommt ein Rollstuhlfahrer mit dabei. Wie gesagt, ich ignoriere alles, was jetzt quasi ausgebaut werden kann. Will. Also zumindest nicht schon weg. Jetzt rutscht die Fahne hier auch noch rein. Ja, fällt da. Ich habe neulich mit Spring. So, warten wir kurz, bis die zwei hier rüber sind. Ich verstehe jetzt endlich den Aufstand darum. Nächste Haltestelle ist dann dieser Pickup-Pop. Die Pia. Wo willst du dich? Dann fahren wir weiter. Genau, hier. Haltestelle mal 10. Ich fahre natürlich jetzt ein bisschen lang, muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil es ist jetzt hier eng ohne Ende. Also schalte ich gerade die Kamera ein bisschen um, weil ich muss jetzt hier schön langsam durch. Wir haben Zeit genug, wir haben 2 Minuten Zeit, um an die Haltestelle zu kommen. Wir sind jetzt schon in Arnold Park. Scheiße. Das war hier blöde. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Da steht jetzt kein Auto. Der steht zumindest ein bisschen weiter weg. Ist schön rangieren jetzt hier.
Toll, immer mit dem Doppelschottbus. Ja, wie gesagt, Zeit genug, wir haben eine Minute Zeit noch. I love it. Sehr gut. Gut. Einmal so drauf. Hi. Hallo. Ich brauche eine Fahrkarte. So. Ja, kriegen wir heute vielleicht sogar doch hin, die Aufgabe? Ich stehe jetzt hier gerade. Oh ja, das ist natürlich schön, wenn da noch ein Auto steht. Ich liebe solche Leute. Wie die Leute nicht wissen, ich bin wirklich Busfahrer und es ist genau solche Situationen liebe ich in echt auch. Ja, ich war mir fast klar, aber selber schuld irgendwo ein bisschen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht tragisch. Mal deine Kamera weg. Ah ja, fahr genau den Moment dran. Ja, 5 Sterne, wenn wir nicht hinkriegen, 100%. Klar. So, jetzt sind wir zumindest mal hier raus. Also, egal. Es ist klar, dass da ein Bullauto und natürlich über die Sache noch vor euch. Wir haben jetzt Stadtteil Nummer 11 gleich. Oh Gott sei Dank bin ich da raus, ey. Das ist eine Scheißecke. Also der andere Park ist so einfach in die Strecke da aufwerten, ist so beschissen, da ist gerade zum Rausfahren. Ich muss hier aussteigen, bitte. Ja, machen Sie das. Ich bin Rollschuhfahrer, oder? Oder Aussteiger. Ne, Aussteiger, genau. Aussteiger machen. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Habe ich auch gar keine Zeit für. Warte. Studententicket, Tageskarte. Eine Fahrkarte, bitte. So. Ich werde aber doch nicht auf Trophäenjagd gehen, muss ich sagen. Das ist blöd, das ist cool. Scheiße. Ich habe einen Fehler noch eingebaut. Ist meine Fahrkarte noch gültig? So. Crimson Point, statt da nochmal 12. Hier ist es nicht mehr. Hier sind 21, hat diese Putte. Hier stand dann eine. Ah, Crimson Point, das ist glaube ich diese Haltestelle, wo die extrem fies liegt, weil die so ein bisschen außerhalb liegen muss. Damit wir die Stadt mitnehmen. Wir müssen quasi den ganzen Weg gleich wieder zurück. So verstehe ich das zumindest. Langsam ranfahren, damit wir da sauber einpacken können.
gut. Diese Zeit, das brauchen wir gerade nicht. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. So. Ist das richtig? Das war doch einer draußen steht, bestens. Geht doch einfach draußen. So. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier wenden kann. Wir müssen jetzt zurück nach zur Northgate Avenue. Total super. Toll, der 6 Dollar. Ich hätte den scheiß Dings gefahren. Bin. Das ist eine scheiß Straße hier. Ja, ich hoffe, dass er sich jetzt alle anrechnet. Also, dass er das mega Fehler da anrechnet. Viele haben wir ja auch nicht gemacht. Ich hoffe, dass es überwiegend reicht. Ja, die nächste Haltestelle ist ja dann jetzt die Northgate Avenue. So. Haltestelle Nummer 13 ist, wie gesagt, die Northgate Avenue, wie gesagt, 21 sind, also noch 8 insgesamt. Okay, Katze. So. Jetzt wird uns bald vorne sein. Ne, reicht. Leider kann ich die perfekte Haltposition, aber gut. Tschüssi. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Danke. So. Ich habe was mit Steven zu erreichen, aber er geht nicht an. Ich denke, er ist immer noch krank. Oder schon wieder. Ich komme nicht mehr mit. Jetzt stehen sie natürlich alle schön im Wege. Nächste, wie gesagt, die nächste Haltestelle ist die Blundy Street. Und dann geht's am Millbrook. Ich habe von meinem Enkel gehört, dass ich einen Hund dran habe. Boah, die Kamera hier. Ja, der tut. Der bleibt stehen. Ich bin kürzlich an der Clint's Bay vorbeigekommen. Ein Kerl an mir vorbei mit einem Zylinder auf seinem Hut. Der Kerl muss reich sein. Ja, jetzt geht's weiter, wie gesagt, am Lenny Street. Dann fahren wir eine kleine Schule-Live zurück nach Millbrook. Das Unternehmen schafft es, pünktlicher zu sein als das alte. Das ist die Nummer 14. Ich hätte keine Position, okay. Ah, das ist alles ein bisschen blöd. Das ist alles noch einmal. Das darf ich für einen Punkt verloren. Ich hoffe, wie gesagt, dass es reicht. Ich glaube aber nicht. Hey.
Rivers wären now Taos, der North. Das ist ja komisch, das ist das Hafengebiet hier. Das dürfte auch das Harbor sein. So. Jetzt fahren wir weiter nach Wilburg. Zur Nummer 15. Moinsen. Den Schild habe ich schon ein bisschen gesehen da hinten. Na gut, das ist jetzt der erste Durchgang. Ist man zumindest Bescheid. Ich muss gerade zig bitte. Ah, ich hasse das. Ah nein, ich habe mich vertan. Fixierung. Jetzt weiß ich jetzt aber auch die Kindchenpunkte. Grobe Richtung. Das ist jetzt hier. Ne, das ist natürlich jetzt wieder zum Mehlburg. So, Kamera für die Folge. Noch. Sind wir bei einer halben Stunde gerade. Ja, das ist natürlich klar, dass ich da jetzt das Auto voll erwische. Das war meine Schuld. Da bin ich zu weit zu schnell und zu doll rüber. Ich glaube, nee, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir es nicht schaffen. Das wäre ein Wunder, wenn man es schaffen würde. Glaube ich, da waren zu viele Fehler einfach mit drin. Diese Linie hier. Viele grün, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es reicht. Ja, Milbock, Square South, North. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Oh, eine super. Unsere Punkte, ich glaube, wir haben 3 Minuten Vorsprung. Alter, ich will dieses Ding nicht abschließen, will dieses Ding hier nicht abschießen. Hi. Hält es so einer durch. Ja, komm, Digga. Fahr weiter. Fahren. Da sind leider ein paar Unfälle drin. Ich schaffe lieber, dass man sich allzu sehr dafür abzieht. Wir sind überwiegend pünktlich. Oh, der ist ein bisschen fix unterwegs, der Kollege hier. Noch zum Madison Drive. Ja, wenn wir dann hier durch sind, sein sollten, dann haben wir uns Abschied von unserer Firma. Der Fixbus GmbH. Was ist das drüber? Ja. Wir werden in Seaside Valley dann eine neue Firma gründen. Aber wie gesagt, erstmal das DLC natürlich, in der CX angeht. Jetzt ist die nächste Anschluss, das ist die Nummer 16. Die North Madison Drive. Bis vor es Richtung Grady Stop weiter gibt. Scheiß Schild da, ey. Ich wollte da ein bisschen dran fahren.
so viele Leute eingestiegen. Okay. Ich sage schon, es ist ein Grady Stop, das war's doch Copperpot. Die Sixth Street und der Coyote, die Batsche, da ist schon Green, Gold Island dran. Also, das sind nicht mehr so viele Haltestellen. Das Ende ist in Sicht, liebe Leute. So, den habe ich gesehen noch gerade. Wo sind der? Jetzt. Die zweite habe ich nicht gesehen, aber ist egal. Den habe ich gesehen, also können wir ohne Probleme hier hochfahren. Das habe ich ja so wirklich schwerwiegend. Das ist nämlich kaum zu spät, kaum zu früh. Kaum, kein Fußgänger mehr fahren bisher. Zwei, drei kleine Unfälle, es wurde ein bisschen eng, vielleicht rechts. Es könnte positiv sein, es könnte. Wie gesagt, das sind 4,5 Sterne, die wir haben müssen. Ne? Das sind über 80 Leute, fast über 90%. Es gibt auch kaum Bäckerei von irgendwelchen Fußgängern, das könnte funktionieren. Ne? Ich hoffe vielleicht, dass wir es heute tatsächlich abschließen. Da kann man nämlich jetzt DLC starten. Mit der Folge morgen. Ansonsten könnte das ein paar Tage dauern, bis ich dann wieder zum Aufnehmen komme von dem Bus-Simulator. Das Grady Stop. Das ist das Problem, die Haltestelle liegt genau hinter der Durchfahrt. Geht das jetzt erstmal hoch? Geht weiter. So, nehmen wir die mit. Ich habe den Bus mit tatsächlich gekauft extra. So, 23. Ich brauche eine Fahrkarte. Nur hin, bitte. So, bitte nicht häufig drücken, sonst gibt es wieder Abzüge. Alle Fahrkarten sind verkauft, jetzt geht es weiter Richtung. Ah, wir können ja auf den Parkplatz fürs Gold reden. Copperpot Shirt. Ne, kann man nicht deswegen. Ich weiß es gar nicht. Gut, wir sind wohl geradeaus gefahren, natürlich immer gut. Wo ich da drehen kann. Kann ich hier raus? Ne, kann ich nicht, ne? Schaffe ich nicht. Ich muss jetzt einen Punkt finden, wo ich drehen kann. Wo ich den Bus rumdrehen kann. Ich fahre nämlich voll in die falsche Richtung. Da komme ich hier runter, das ist eine Abfahrt. Das ist zu eng. Alles. Ah! So, hier könnten wir theoretisch mal, können wir das theoretisch angehen, ne? Ja, perfekt. Wir können was wirklich angehen. Ich fahre jetzt hier rechts und drehe dann hier um. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gemacht, aber wir haben ja Zeit genug, wir haben über 6 Minuten für das Ding. Zu früh sollte man nämlich nicht fahren. So, dann fahren wir wieder zurück. Die Autoren wissen wirklich, wie man es macht. Nicht zu fest, nicht zu schnell.
ist der Brüste mal überholt haben. Sperren Sie doch mal die Augen auf. Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe keinen Führerschein. Habe ich tatsächlich wirklich. Ich habe tatsächlich einen Führerschein für den Bus. So, machen wir jetzt runter vom Gas, damit wir nicht hier irgendwo geblitzt werden. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, an Bürger steigen. Wir haben ein paar Ecken, wo es echt sein könnte, wo man das mal, dass da Fußgänger direkt im Z-File spawnen. Und ich kann so einen Führer, Fußgänger zu befahren, das kostet richtig Zufriedenheit. Ich hoffe, dass die paar kleinen Unfälle, die wir hatten, nichts passieren. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst werde ich da zu oft runterrumpeln. Entschuldigung. So, nächstes Anschluss ist die Kamera-Part-Shirt. Das heißt, wir müssen hier links abbiegen. So, nächste Haltestelle ist dann hier vorne, das ist die Copperpot Church. Es gibt so ein paar Sachen übrigens, hier kann man irgendwie, ich glaube in irgendeiner Kirche kann man ein verheiratetes Paar treffen. Gibt's da das Ding. So. Ja, sieht schön. Fast voll. So, frage ich schon mal 18. Wir haben noch 3 Haltestellen danach. Kommen Sie mal durch. Das Wetter ist einfach wundervoll. Achso, dann müsste eine Fahrkarte schulden. Eine Fahrkarte, bitte. Fahrkarte, bitte. Machen wir doch. Danke. Gerne. So, Tür zu, weiter geht's. Kopfhörer, Tür, nix mit. Die auch direkt da vorne ist. Timing. Hallo. Hallo. Ja, sich, okay. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. So. So, Coyote Barsch. In. Ist sie nichts weiter schon? Ich sehe, dass sie halt darüber will. Oder der Typ, der Typ ist ein Typ. Wir haben 6,5 Minuten zum Coyote Barsch hin. Brauchen wir nicht. Und danach haben wir nur noch Golden Island. Ne, ist einer drin. Jetzt sind wir durch. Steht der Fußgänger noch da? Ist doch einer. Irgendwo da rechts. Guck mal. Einer vor.
kurze Frage, nächste Frage. Kriegen wir das heute sogar richtig komplett in das Ding? 4,5 Sterne Zufriedenheit. Ich kriege, glaube ich, nichts mit zu einer Hauptzeit zu vergessen. Es gibt nur eine 4,5 Sterne Zufriedenheit auf einer Route durch alle Stadtteile zu fahren. Ja, halt. So wie es da unten steht. Ist offiziell außerfahrplanmäßig, okay. Ich weiß nicht, was das so ist. Handy Hooks. Ja, ich glaube, die gehört zu einem neuen Stadtteil. Wie gesagt, das war hoffentlich bald spät. Ich muss mal gucken. Ja, aber die Mavic Station, die sollten alle freigeschaltet werden. Ich habe sie nicht so gekauft. Dauert es wieder ein bisschen, bis wir da hoch oben dran sind. Zack, Alter. Ist wieder vorne gestanden. Ich gebe jetzt gerade ein bisschen Gas, dass ich hier Zeit, also ich die Zeit holen kann. Das ist ja die Schelle, die vorletzte. Und dann geht's! Na gut, alle jetzt, und dann schießt was an. Und dann wissen wir vielleicht noch was DCR. Aber durch sind wir im Spiel. Perfekte Halteposition, oder? Level 130. Aber ist jetzt erstmal nebensächlich. Reicht auch nicht wieder. Ich werde weiter runterzuschneiden. Ja. Hey! Moin! Keiner will mitfahren. Keiner will. Wir fahren kaputt. So, nächste Haltestelle ist dann Hakuyoti noch Schnorr. Ne, ist einer drin, Entschuldigung. Gold Island. Und jetzt hier rechts ab. Danach haben wir die Stelle bereit. Danach haben wir die Stunde der Wahrheit. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Müssen wir noch mal ran? Schon die alte Stelle, ein bisschen hier rechts runter. Dann direkt links rum. Ja, da wissen wir es ja. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir es nicht schaffen, weil dafür war es ein bisschen zu viel. Wir haben ein paar Unfälle drin gehabt. Wir hatten ein paar fehlende Haltestellen. Ja, was heißt ein paar Dings, aber es wäre geil, wenn wir schaffen würden. Das nenne ich die perfekte Parkposition. So. Und jetzt müssen wir wissen, müssen wir schauen. Es ist etwas weniger, ne? Oder sagt er uns, reicht das?
Das ist, glaube ich, ist, glaub, zu wenig. Das ist, glaube ich, müh zu wenig. Es ist zu wenig. Ein Ticken mehr, wir hätten es geschafft. Schade. North Mall, North Mall, North Mall. Gehen wir mal rüber zur North Mall mit dem Bus. Scheiße, Mann. Ah, ist das ärgerlich. Das hätte man so geschafft, die Aufgabe. Die hätte man fast geschafft, die Aufgabe. Es waren wirklich nicht viel. Ein paar weniger Unfälle vielleicht. Und dann werden wir es geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann probieren wir das ganze Ding noch einmal. Hier beim Bus-Simulator 21.